Es ist kurz vorm Wochenende und alles so ein bisschen auf Pausemodus möglicherweise. Wir hatten ja die nicht so schlechte Entwicklung, zumindest mal hier beim Nasdaq Future ist das zu sehen. NQ, noch der 06er, der Kontrakt, das ist der Future hier, der wird immer in Amerika eine Woche vor Verfall umgestellt. Nächste Woche ist die Verfalls. Freitagswoche sozusagen, der Freitag nächste Woche ist der Verfall. Und eine Woche vorher in Amerika, beim DAX ist das nicht so, aber in Amerika wird eine Woche vorher umgestellt. Das heißt, heute quasi letztmalig nochmal den Juni-Kontrakt. Wer will, kann natürlich jetzt schon auf den September umswitchen, aber ich habe hier nochmal für euch diesen Chart drin gelassen. Für all diejenigen unter euch, die jetzt eh mit dem CFD unterwegs sind, trifft das ja gar nicht so sehr zu. Ist das gar nicht das entscheidende Moment. Aber als kleiner Hinweis, jetzt schon mal, was da auf uns zukommt in der nächsten Woche. Der Nasdaq, ich habe es angedeutet, ist sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Insofern die Seite gar nicht so schlecht. Aber wenn wir mal das vergleichen, was der S&P im Moment macht, der ist arg ausgetrocknet. Allerdings so richtig schwach ist er eben auch noch nicht. Da ist der Dow Jones schon deutlich schwächer. Also wir sehen, je langweiliger die Titel Richtung Growth gehen eben, desto weniger attraktiv ist das Ganze. Und das ist ein Punkt, den wir im Hinterkopf behalten sollten, dass offensichtlich die Growth-Titel wieder besser laufen als die Value-Titel, also die Blue-Chips, die sind nicht so toll dran aktuell. Wenn wir das uns gerade eh angucken, dann müssen wir natürlich auch nochmal auf den DAX gucken. Der ist doch nochmal wieder ein bisschen erholt. Das wäre übrigens hier fast schon ein Short-Signal gewesen. Also Signal noch nicht, aber eine Überlegung zumindest. Die starke Bewegung nach unten, wackelig nach oben, aber wir sehen, dass die Tiefs sind hier alle noch steigend, also kein Trigger auf der Unterseite. Für mich wäre das aber, hätte er das hier jetzt getriggert, eine echte Überlegung für die Shortseite. Aber das Ganze wurde erstmal gekontert, das heißt, der DAX geht offensichtlich erst nochmal starken Mutes. Wir haben ja noch eine Stunde Zeit, aber bis zum Wochenende, da ist nicht so arg Schlimmes zu befürchten oder zu erwarten. Gold haben wir wieder mal auf unserem Plan. Aktuell Gold eiert ja noch ein bisschen rum, also so richtig der richtige Schub nach oben, der scheint im Moment noch wegzubleiben. Im Gegenteil, da sind wir ja eher auf der Abwärtsseite aktuell unterwegs, so wie es zumindest mal aussieht. Es scheint da der Kurs wieder ein wenig den Dreh gefunden zu haben. Es gab eigentlich schon die Vermutung, Mensch, da könnte man doch noch mal einmal ein neues Hoch jetzt hier noch mal da drüber schießen. Wäre nicht so untypisch. Aber er wollte es offensichtlich noch nicht. Also wir sehen das starke Wechselwirkung, aber auch hier relativ leicht zu erkennen, Schub hoch, yep, aber auch wieder Schub runter. Nicht wackelig. Wackelig wäre ein klares Indiz für den Einstieg gewesen. Das war aber hier offensichtlich nicht gemeint. Also insofern sehen wir, dass das hier ganz klar die Abwärtsseite im Moment jetzt noch gilt. Und für all diejenigen, die da jetzt nicht mitmachen, ich hatte es ja als Trade heute vorgestellt, dann also die Abwärtsseite schon mal hier und zwar aufgrund dieser Geschichte. Das will ich aber jetzt in diesem Moment nicht nochmal erwähnen. Aber wenn der Kurs jetzt wackelig nochmal nach oben kommt, haben wir hier nochmal eine Chance. Also Hausaufgabe für all die Liebhaber der Charts, die da gerne mal drauf gucken. Das gibt eben nochmal ein bisschen Sonderchancen für die Geschichte. Gucken wir nochmal zum Abschluss auf zwei Märkte, die ich hier mindestens, also diesen hier jetzt, die Treasury Notes, die wir als wichtige ja, Zusatzinformationen mal mitnehmen sollten, denn die steigenden Kurse hier bedeuten gleichzeitig sinkende Zinsen auf dem oder sinkende Renditen auf dem Zinsmarkt. Das heißt, jemand hatte eine sehr clevere Frage gestellt. Einige gucken auf die Kurse. Ich bin ja ein Händler, ich gucke immer auf die Kurse. Und die Kurse steigen. Wenn die Kurse steigen, dann sinken die Zinsrenditen. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Dieses Papier kostet, ich mache das mal sehr vereinfacht jetzt, aber um das nachzuvollziehen, dieses Papier kostet beispielsweise 100 Dollar und bringt einen Zins von, sagen wir, 6%. Das heißt, ich habe dann 6 Dollar Zinsertrag. Das ist schon mal eine coole Geschichte. Also 6% gibt dann die 6 Dollar. Jetzt ist das Papier aber inzwischen 132 Dollar teuer. Ich kriege aber weiterhin nur 6 Dollar Zinsen. Der Betrag ist der gleiche, aber gemessen an meinem Aufwand, den ich habe, bekomme ich jetzt weniger Prozent.
So ist das zu verstehen. Das heißt, wer die Yield Curve sozusagen anguckt, die Zinskurve, die ist natürlich umgekehrt. Die geht dann entsprechend in die andere Richtung. Das hier also der Kurs. Steigende Kurse bedeutet sinkende Zinsen. Sinkende Zinsen wird im Moment in Verbindung gebracht mit guten Chancen für die Wachstumstitel, für die Tech-Titels, für die Nasdaq. Allerdings nicht mehr so ganz so toll für die Value-Titel, also für die Blue-Chips, also für die Wall Street, also insbesondere so die Standard-Titel, das Langweilige sozusagen, um es mal böse auszudrücken. Also ihr seht den Zusammenhang, insofern von dieser Seite hier aus ein bisschen Entlastung. Die Notenbanken haben ja auch schon angedeutet, na, wir sind noch da, macht euch keine Sorgen. Alle Inflation ist nur übergangsweise, egal wie hoch die wird, das wird nur ein kleiner Übergang, so war es jetzt häufig zu hören. Na gut, lassen wir das Ganze mal so stehen. In diesem Sinne, das mal so als eine kleine Einführung hierzu. Wer im Born for Trading dabei ist, der kriegt sowieso ja nochmal das ein oder andere Video von mir. Für alle anderen, die das jetzt nur so gesehen haben, die Einladung in ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit und nächste Woche geht's weiter. Bis dahin euch alles Gute und liebe Grüße.